Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Gut, sehen wir schon mal die Waffe. Okay, die Energie der Geth-Schiffe ist schon mal beseitigt. Ich glaube, wir müssen hier landen, ne? Und ja, das sieht gut aus. Und damit haben wir jetzt schon mal diesen Störfaktor erledigt. Finde ich auch praktisch, dass gleich das komplette Schiff abgestürzt und zerschellt ist. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Das war dann doch sehr einfach gemacht, um die loszuwerden. Aber gut, natürlich, die haben ihre Antriebe nicht an, ne? Und wenn sich dann die Umklammerung dort löst, dann geht's eben schnell nach unten. Gut, war hier der Zugang? Nee, ne? Wo war denn hier? Ich bin geringfügig verwirrt. Und wo bin ich denn gekommen? Ach, von hier. Mensch, ist das verwinkelt hier. Das findet doch keiner mehr. Gut, dann müssen wir nämlich hier runter in diesen Hauptraum wieder und, oder in diese Halle, wo sich die Wege trennen. Wo es links und rechts geht. Und wir können dann wieder hier lang zurück. Und da war nämlich noch die Treppe, die uns dann hochgeführt hat zu dem Ort, an dem vorher die Energiebarriere war. Die jetzt nicht mehr sein sollte. Schön, dass hier niemand ist ansonsten. Was ist das hier eigentlich? Sagen die noch irgendwas anderes dazu? Dieses Gebäude scheint den Gate wichtig zu sein. Gut, den Text kennen wir ja schon, das ist nichts Besonderes, nichts Neues. Bei dem Gate verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Na gut, dann gehen wir doch mal hier vor. War das denn? Ach, hier, klar. Ach. So auffällig, unauffällig. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Das hast du gut erkannt. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Soos Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Normandy an Landetrupp, kommen Sie rein! Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Na gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Vorbildlich plus 2, wofür auch immer. Ich weiß es nicht. Und... okay, hier scheint jetzt erstmal niemand zu kommen. Wir sind ja schon wieder direkt am Ausgang. Das heißt, wir können uns direkt in den Marco werfen. Wenn hier nicht noch jetzt auf die Schnelle jemand kommt. Nee. Okay, und dann geht's zurück zu Soos Hope. Und dann müssen wir eben mal das Raumschiff ein bisschen beiseite räumen, nicht wahr? So. Letztendlich hat der Torianer also nur versucht, sich zu schützen, indem er den Zugang zu sich versteckt hat. Beziehungsweise hat verstecken lassen, natürlich. Okay, ist ja nur verständlich. Und
nicht so dumm gemacht, indem er einfach das Ding drüber geklatscht hat. Das ist dann doch relativ unauffällig. Warum ist der eine gerade umgefallen? Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Na gut, was soll's. Haben wir die Welle ja schon mal, oder die Verteidigungsreihe schon mal beseitigt, Angriffsreihe, wie auch immer. Gut, allzu weit ist es ja nicht. Das dürfte ja relativ schnell gehen. Und damit steuern wir auch schon wieder auf das Ende hier auf Ferrus zu. Danach haben wir dann die drei Ziele, die wir damals auf der Citadel bekommen haben, abklamüsert. So, dann werden wir aber jetzt erst nochmal kurz hier unten bei den Kolonisten vorbeischauen, denn wir haben ja Daten abzugeben. Irgendjemand! Und hört mich irgendjemand? Ja, ich. Und gehen Sie von dem Mutter weg! Ja, ist einmal gut jetzt. Worum ging es denn da? Und die Mutter muss hier mit Juliana ihrer Bainham Tochter wieder zusammengeführt werden. Bitte helfen Sie uns! Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Okay, wird sowieso automatisch gemacht. Na dann. Gut, wir hinterher. Einmal gespeichert. Und dann schauen wir mal, was sich hier unten so ergibt. Die stehen alle noch und davon wird eifrig diskutiert, wie mir scheint. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig! Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geth sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Wollen Sie ihnen von dem Turianer erzählen oder soll ich es tun? Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Was? Wieso? Wieso kann ich das nicht auswählen? Wollt ihr mich verarschen? Also, ich meine, noch mehr. Ich kann nicht mehr schmeicheln, als ich jetzt gerade habe. Es geht nicht. Warum kann ich das nicht auswählen? Das stimmt mich jetzt total unzufrieden. Was mit der... Finde ich blöd. Das heißt, ich muss den Typen jetzt platt machen, weil mir das Spiel verweigert, mein Schmeicheln noch höher zu machen. Das ist 2 vor Maximum. 2 Punkte vor Maximum, glaube ich. Das kann doch nicht sein. Na toll. Sie sind zu weit gegangen. Das findet jetzt ein Ende. Super. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Muss ja offenbar. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Ja, ich konnte ja nicht anders. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? And you know that. Warum konnte ich... Ich verstehe das nicht. Warum konnte ich das nicht machen? Warum konnte ich das nicht auswählen? Vor allen Dingen, man kann diese Mission ja auch ganz am Anfang machen. Dann ist es ja noch unwahrscheinlicher, dass man schon so ein hohes Schmeichellevel hat. Oder ist es vielleicht, weil ich das als allerletztes gemacht habe, dass dadurch jetzt die erforderliche Stufe dieses Schmeichelns noch höher ist, als es normalerweise der Fall wäre? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Na gut. Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Turianer her sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator.
Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Eine modifizierte Granate dürfte für diesen Zweck ausreichen. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Antitorianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück! Gut, wir haben plus 2 gekriegt beim Vorbildlich, aber wir müssen gleich mal ausrüsten. Das ärgert mich total. Mir fehlen wirklich nur 2 Punkte beim Schmeicheln und ich kann ja nicht weitermachen momentan. Ich weiß nicht, wann das mal wieder erweitert wird. Wenn Sie Inspektor werden und Vorbildpunkte sammeln. Ja, guckt mal auf meine Leiste. So weit ist es doch auch nicht mehr. Und ich meine, ich habe ja nun schon überall versucht, vorbildlich zu handeln. Besser ging es bisher halt nicht. Okay. Gut. Musste er halt sterben, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ist mir jetzt auch völlig Rille, ehrlich gesagt. Da hat er halt einfach mal Pech gehabt. Wenn er so dumm ist und sich für Exogenil und so einspannen lässt, selbst schuld. Okay, ich vergebe noch kurz meine Punkte hier. Die Basispanzerung machen wir mal voll. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder auf Hacken bei Tali. Erstmal müssen wir aber hier kurz die Daten abgeben. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Danke, danke. Ja, gab es noch ein bisschen Kohle dazu. So toll ist es jetzt auch nicht. Den lassen wir einfach mal hier liegen. Gut. Und mit denen kommen wir jetzt nichts weiter. Nee, kommen wir nichts weiter besprechen. Wir müssen auf jeden Fall die Granaten ausrüsten. Das darf ich nicht vergessen. Granaten. Wo ging denn das? Hier, Granaten. Und zwar Antitorianergas. Genau die. Okay, da will ich noch mal kurz schauen. Ich weiß nicht, wie viele ich davon habe. 7 Stück, okay. Aber mit 7 Granaten wird es ein bisschen schwierig, alle zu erwischen, oder? Also das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Na gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Schon mal schön an die Decke oben angetitscht gerade. Dann machen wir uns mal auf den Weg zurück. Hier wird es bestimmt nochmal ein paar Geld geben, wenn wir uns jetzt angreifen. Und dann schauen wir mal, wie viel Gegenwehr. Ja, wir passen durch, sehr gut. Wie viel Gegenwehr uns die Kolonisten da entgegenwerfen. Das ist ja jetzt gemein. So direkt hinter dieser Anhöhe, sodass ich nicht mich zurückziehen kann, weil mein Geschütz da nicht mehr richtig mitmacht. Na gut. Was soll's? Geht alles. So, da ist es ja schon bloß noch der eine Kampfläufer. Den können wir sogar am Vorbeifahren mitnehmen. Okay, haben wir die auch getötet. Zerstört, was auch immer. Ich weiß immer noch nicht, ob ich von töten sprechen soll bei denen oder von zerstören einfach nur. Und das war's ja auch schon. Hier sind ja schon die ersten jetzt. Ich speichere mal lieber jetzt schon. Denn die werden uns direkt angreifen, denke ich mal. Ein Husk. Oh, warte mal. Torianischer Creeper. Müssen wir da schon... Quatsch, nicht... Nicht so. Das wollte ich. Okay, nee, die sind noch... Keinerlei nicht. Infektion hat das Potenzial, einen Menschen so zu verändern. Das ist ein absolut unbekanntes Phänomen. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Befehl verstanden, Commander Shepard. Alles klar. Die Kolonisten sollen also am Leben gehalten werden. Wir schauen mal, die Creeper sind aber zum Ausradieren. Wow, was ist denn hier los? So, und wir stellen schon fest, diese Creeper, das wirkt doch ganz, wie das auch mit den Husks der Fall ist. Also... Ah shit, meine Waffe ist überladen. Überhitzt. So, muss ich mir gerade wieder aufs Kämpfen konzentrieren, deswegen fehlen mir gerade die Worte ein bisschen. Es wirkt ganz so wie mit den Geth. Ich gehe nochmal kurz in den Wagen rein. Dann geht das Ganze ein Stück schneller.
scheint also irgendeine Verbindung zu sein. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon irgendwie korrumpiert wurden dabei. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Der Begriff Creeper wird dann später auch mal wieder auftauchen. So, die hier oben sind alles Kolonisten. Sehr gut. Dann nehme ich mal den Marco als Deckung. Und dann werfen wir euch mal hier so eine Granate rein. Sehr gut. Und immer noch einer. Okay. Die hätten wir. Aber wir haben bloß noch 3 Granaten. Das ist natürlich beschissen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch mal meine Granaten aufstocken kann. Das reicht ja nicht, was ich jetzt habe. Mit dem bisschen werde ich niemals hier alles retten können. Ach, das ist aber blöd. Achso, hier hinten ist der Ausgang. Hey. Na gut, na gut. Ja, erstmal wieder voll drauf. Moment, ich muss mal ganz kurz. Ja, machen wir Singularität, Lara. Das wäre ganz praktisch. Schieß doch bitte. Schieß doch bitte. Er wollte gerade irgendwie so direkt nicht schießen. Ich weiß auch nicht. So. Ah, warte. Okay, die haben wir. Nein, ich wollte nicht noch eine werfen. Ach Mensch. Jetzt habe ich bloß noch eine Granate übrig. Verdammt, Mist. Das ist doch echt blöde. Na gut, da müssen wir mal schauen, wen wir jetzt damit retten. Hier gibt es ja auch nirgendwo welche. Ich könnte echt mal welche gebrauchen gerade. Na gut, ansonsten müssen wir im Zweifel eben doch ein paar töten. Wäre uncool, aber wird sich bald nicht vermeiden lassen, denke ich mal. Okay, den Creeper sollten wir dann bald anhaben. Gut, da drüben haben wir Asilia und den Typen hier. Wie hieß er denn? Ich hole das Blake. Faidan hieß er. So, schmeiße ich den mal die Granate gleich rein. Shit, nicht alle erwischt. So, und jetzt haben wir nämlich keine mehr. Scheiße, 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 scheiße. Wie mache ich das denn? Mist. Wisst ihr was? Ich spiele nochmal von dem Speicherpunkt neu und versuche mal ein bisschen mehr mit meinen Granaten zu haushalten. Das muss doch machbar sein. Wenn ich wieder an der Stelle bin, dann schalte ich euch wieder zu. Also bis gleich. Booyah! Jawoll! Und damit sind wir wieder im Spiel. Ich habe es endlich mal geschafft, nach einigen Versuchen, dass ich auch mal alle hier erwische. Das ist sehr schön. Mit diesen Granätchen. Und wir sehen, wir haben immer noch 3 Granaten übrig, obwohl ich die jetzt alle schon erwischt habe. Ich will nochmal ganz kurz hier hochgehen. Nochmal außerhalb des Kampfgebietes, damit ich hier nochmal kurz speichern kann. So, hier müsste es doch reichen. Ja. So, dann können wir wieder zurückgehen. Quatsch, falsche Richtung. Zurück ist da. Und damit habe ich zumindest schon den Fortschritt gespeichert, dass wir hier die 4 geholt haben. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt noch fehlen. Ich glaube, wir haben jetzt 8 oder so weg, ne? Also wir haben auch ungefähr die Hälfte Granaten jetzt verbraucht. Das müsste ungefähr hinhauen. So. Und das Upgrade-Kit nehmen wir natürlich gern mit. Das ist natürlich blöd, dass die Greater da drüben allein steht. Nee, ist sie allein? Nee, sind noch andere. Ach, das sind bloß die Creeper. Okay, das ist natürlich gut. Dann holen wir uns eben erstmal die Creeper. Ach, 2 sind hier, okay. Das ist in Ordnung. Bei 2 lohnt es schon eher, so eine Granate zu werfen, finde ich. Einer allein wäre ein bisschen blöd gewesen. So, dann versuchen wir die mal dort so hinzuwerfen. Ja, sehr schön. Speichern geht immer noch nicht, sehr schade. Wie viele haben wir denn noch? Oh, wir haben 6 Granaten. Oh, ich kann ja ein bisschen rumprassen hier. Wo kommen denn die ganzen Granaten her? Was habe ich denn getan? Das ist natürlich schön. Wenn das so ist, dann können wir jetzt mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen hier. Da muss ich mir auch nicht solche Sorgen machen, dass ich hier jede Granate
dass jede Granate gleich 2, 3, 4 Leute mitreißt. So, Talia hat's direkt mal erwischt, das ist schade. Und ich glaube, ich sollte auch mal kurz wechseln. So, da hauen wir die einfach so weg. Das Ding ist schon ordentlich mit der Durchschlagskraft, ne? Das zimmert schon schön rein. So, kurzer Wechsel wieder. Also wir merken schon, wir sind jetzt hier auch in den Endzügen. Da ist es dann halt schon mal ein bisschen mehr, was hier an Leuten kommt. Aber das müssen dann auch die letzten Krüger sein. So. Wen haben wir denn da? Macadoyle. Dort drüben ist ein normaler Kolonist, noch ein Kolonist. Das machen wir mal so. Okay. Das ist die Kransteuerung, Commander Shepard. Beherrschen Sie diese Funktionalität? Na klar doch. Bestimmt. So, lebt hier noch jemand? Nee. Also, beziehungsweise sie leben ja alle noch. Aber ich glaube, jetzt habe ich so langsam wirklich alle aus dem Verkehr gezogen. Nur noch mal kurz schauen. Den Salarianer habe ich jetzt irgendwie gar nicht gesehen. Und auch so habe ich irgendwie das Gefühl, dass es noch nicht alle waren. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. So, hier hinten ist aber niemand mehr. Nee. Na gut, wir schauen mal kurz hier an der Tür. Die dürfte ja eigentlich nicht so öffnen gehen, weil sie rot leuchtet. Nee. Gut, dann widmen wir uns mal den Kran und schauen uns mal an, wie das mit dem kleinen Torianer so aussieht. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! So viel zu feiern. Okay, er hat sich heroisch geopfert. Der zählt auch nicht als Kolonist hier in unserer Leiste unten, wie wir gerade sehen. Aber ich glaube nicht, dass wir schon gegen 16 Leute gekämpft haben. Ich bin mir da gerade nicht sicher, aber das kam mir nicht so vor, als ob das 16 Leute gewesen wären. So, jetzt kann es weitergehen. Müssen wir gerade mal kurz hier ein bisschen im Auge rumkneten. Das hat gekrabbelt. Was ist das denn für eine Musik? Die hat ja arg plötzlich eingesetzt. Na gut. Vorbildlich plus 32, ist das nicht schön? Das will ich mir mal gerade anschauen hier in unserer Leiste. Hat auf jeden Fall ein Stück uns nach vorn gebracht. Seltsamerweise kann ich immer noch beim Schmeicheln nicht mehr machen, ne? Na gut, was soll's. Ich vergebe die Punkte später. Auf jeden Fall muss ich erstmal speichern. So, deswegen Granaten haben wir ganz gut hingekriegt. Und ich muss auch mal... Oh. Okay, wenn das so ist, dann, ja, basteln wir alles mal zu Universal-Geo um hier, oder? Ich meine, so besonders sind die Sachen jetzt auch nicht, die wir hier dabei haben. Okay, jetzt könnten wir theoretisch alles wieder nehmen. Will ich aber gar nicht unbedingt. So ein bisschen Universal-Geo schadet nie. Okay. Gut, haben wir schon wieder das Gegenstandslimit erreicht. Das heißt, ich muss dann gleich mal zu einem Händler. Okay, ich lege mal wieder den Brandsprengsatz rein, denke ich mal. Ja. Darf ich nicht vergessen, die Granaten wieder zu wechseln. Das wäre sonst etwas ungünstig, wenn ich mit diesem komischen Anti-Torianer-Gas hier durch die Gegend werfe. Ugh. Und wir sehen schon... Hier vorne wartet der Torianer. Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Kila, was ist das? Das ist keine Pflanze. So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Okay.
Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Na gut, wenn du es so willst, dann musst du sterben.